Der Verein Städtetourismus in Thüringen e.V. hatte zur Mitgliederversammlung Vertreterinnen und Vertreter aus 19 Thüringer Städten nach Ostthüringen eingeladen. Im Parkhotel in der Residenzstadt Altenburg wurden am 13. und 14. April unter anderem die gemeinsamen Marketingaktivitäten und die Kooperationen mit der Thüringer Tourismus GmbH diskutiert. Die verschiedenen Städte verstehen sich als Motor des Thüringer Tourismus und setzen seit Gründung des Vereins 1994 auf eine gemeinsame Werbung und ein abgestimmtes Auftreten auf den touristischen Märkten im In- und Ausland. Thüringen ist ein Land, das viel zu bieten hat an landschaftlichen Schönheiten und über eine Fülle von kulturellen Kostbarkeiten verfügt. Das ist ein Pfund, mit dem man gar nicht hoch genug wuchern kann. Jede der Thüringer Städte hat etwas Besonderes im Angebot, das zu jeder Jahreszeit einen Besuch lohnt. Egal, ob sich eine Stadt im Westen, Norden, Süden oder Osten Thüringens befindet. Jede der Regionen hat ihre ganz eigenen Highlights. Denn es sind immer die Einzigartigkeiten, die Menschen neugierig machen und Anreiz geben, sich auf den Weg dahin zu begeben. Die Quintessenz der Mitgliederversammlung vom Verein Städtetourismus in Thüringen e.V. schätzt die aus Schmalkalden kommende Vorsitzende Marina Held ein. Also wir haben zum einen unsere Werbematerialien besprochen. Wir geben ja für die Städte so einen kleinen Pocket Guide heraus, das heißt ein Reisehandbuch. Das wird in Größenklassen wieder hergestellt und auf Messen vertrieben und auch bei jedem in der Touristinformation oder eben per Postversand auf Anfrage. Wir haben die Fortführung unserer Internetseiten besprochen. Das heißt, wir haben ja einen Relaunch gemacht bis zur ITB und jetzt geht es weiter. Was können wir noch einstellen? Wie stellen wir es ein? Und wir haben uns dazu entschlossen, auch wieder für alle Städte diese sechssprachige große Broschüre zu machen, damit ein Messeauftritt oder eine Präsentation auch so aussieht, dass diese 19 Städte ganz einfach ein starker Verbund sind und auch zusammen ein gutes Bild abgeben. Das ist das, was wir im Print machen, aber wir haben auch festgelegt, welche Messen wir besuchen und wie unsere Marketing-Schwerpunkte in der Schweiz sind, wo wir in diesem Jahr 3 Auftritte haben. Einer ist schon vorbei, das war im Januar. Dann haben wir mit den Schweizer Bahnen und mit der Deutschen Zentrale für Tourismus in der Schweiz eine Präsentation im Mai, wo wir unsere Städte präsentieren können, wo wir auf Marketing-Schwerpunkte im Jahr 2011 hinweisen können. Und es gibt noch einen Workshop im Sommer, der auch wieder von Städten von uns vertreten wird. Beim Pressegespräch hatten dann die Vertreter der einzelnen Medien Gelegenheit, ihre Fragen zum Thema Tourismusförderung in Thüringen zu stellen. Viel haben sich die Mitglieder des Vereins Städtetourismus in Thüringen vorgenommen. Die Bündelung der Kräfte wird ihnen eine gute Stütze sein.